herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Seit langem mal wieder ein Video. Welches Thema war es? Jetzt habe ich wieder vergessen. Ja, zum Thema Baby. Ah. Und zwar Reisen mit Baby. Ja. Oh. auf jeden Fall haben wir jetzt schon lange kein Babys so und so viel der Monat Video gemacht. Wo hast du die hergeholt? Die lag da. Achso, das tut uns auch leid und wir werden da innerhalb der nächsten Tage auf jeden Fall mal noch was dazu drehen, dann aber für mehrere Monate am Stück. Das erklären wir euch dann auch in dem Video. Und jetzt wollten wir einfach nochmal auf Reisen mit Baby eingehen. Zum einen, weil wir ja über Ostern mit dem Kleinen das erste Mal so richtig im Urlaub waren. Und zum anderen ist jetzt Juni und bald Juli und da fahren wir das nächste Mal mit ihm in den Urlaub und wollten euch unsere Tipps oder Erfahrungen und sowas einfach mitgeben. Genau. Ja. Wir können ja mal anfangen mit Thema, wie habe ich das vorhin genannt? Mobilität? Ja. Verkehrsmittel, was auch immer. Ja, also wir waren jetzt in Schweden mit dem Auto unterwegs. Und werden jetzt auch im Sommer dann mit dem Auto fahren. Einfach weil wir es für uns entspannter finden, wenn wir alles, was wir mit haben im Urlaub, um uns rum haben. Wir können jederzeit anhalten, wenn wir es brauchen. Wir können jederzeit aufs Klo. Alles klar. Wir können jederzeit aufs Klo gehen. Wir können den Kleinen füttern, können anhalten. Und das ist einfach entspannter als. Weiß ich nicht. Zug? Naja. Okay, Zug, da kannst du auch alles nebenher machen. Ja, bloß da kannst du halt nicht so viel Gepäck mitnehmen, weil du es selbst tragen musst. Und du bist halt an die Zeiten gebunden. Ähnlich. Das heißt, du kannst nicht mal, wenn du sagst, du hast jetzt gerade Bock, mit einer Nacht loszufahren, musst du halt gucken, dass dann nach dem Zug fährt. Ja, deswegen eben. Deswegen ist das Auto für uns. Also vor allem eben für, sag ich mal jetzt, kurze Strecken, damit meine ich eigentlich die Nachbarländer von Deutschland. Also wir sind ja zuerst nach Dänemark gefahren und haben dann dort übernachtet. Also wir sind ja nicht bis Schweden irgendwie durchgefahren oder sowas. Müsst ihr ja auch immer noch so sehen. Klar, Schweden ist so ein halbes Nachbarland, weil das hat ja keine direkte Landesgrenze, nur vom Meer. Aber wenn man da rüberfährt, das geht auch mal noch. Ich würde jetzt halt nicht mit dem Auto nach, weiß ich nicht, Madagaskar fahren oder so, aber... Wirst du auch mit dem Auto alleine nicht ankommen. Ihr wisst, wie ich das meine. Also im Sommer planen wir jetzt in die Schweiz zu fahren. Das ist ja auch ein Nachbarland von Deutschland. Das ist eine ganz schöne Strecke. Ja, wir werden da auch unterwegs. Nee, aber wir haben festgestellt, das ist nicht weiter als zu unseren Eltern irgendwie, traurigerweise. Ja, das ist auch 80 Kilometer weiter, so grob. Aber wir werden da auch unterwegs einmal übernachten. Und nach Dänemark war das... Wo ist noch... Geheim, aber wir haben schon einen Plan, dass so, gleich übernachten. Ja, genau, nach Dänemark zum ersten Ziel, das waren auch halt so um die 300 Kilometer oder sowas, praktisch halbe Strecke in die Schweiz, von daher, das ging super mit dem Kleinen. Ja, und zu unseren Eltern fahren wir auch durch und das sind, wie gesagt, 80 Kilometer weniger, also, knapp über 500 Kilometer. Ja. Und das geht problemlos mit ihm. Nee, fast was? 600 und in die Schweiz sind 680 so. Ja, oder ungefähr. So. Jedenfalls... müssen wir sagen, was Reisen oder generell alles mit Baby angeht, haben wir halt schon Glück, weil er einfach mega entspannt ist und alles mitmacht. Ob man das jetzt irgendwie beeinflussen kann? Was, ob das Baby entspannt ist? Ja, indem wir selbst einfach entspannt sind oder ob man trotzdem auch noch ein bisschen Glück haben muss oder weiß ich nicht. Noch was zum Thema Fortbewegung? Also klar, ihr könnt natürlich auch gerne mit eurem Kind fliegen oder was auch immer. Wir hatten auch erst überlegt, irgendwo Richtung rechts, also rechts unten, sowas wie heißt das Land? Serbien? War das Serbien? Mhm. Also wo wir von hier aus nicht mehr mit dem Auto hinfahren würden, weil wir zumindest ja... nicht in einem mal eben so, sondern dann drei, vier Übernachtungen. Eben, und dann ist dann der ganze Urlaub halt wieder weg, aber... wir hatten halt auch überlegt, dahin und eventuell fliegen oder was auch immer. Aber ja, wir haben uns jetzt einfach dagegen entschieden. Hat wirklich jetzt keinen bestimmten Grund. Wir werden mit dem Kleinen auch mal fliegen, so ist es nicht. Und man kann ja, weiß ich nicht ab welchem Alter, aber
ab wann man das Baby mitnehmen darf. Ich glaube, es muss eine Woche alt sein, dann lassen die Fluggesellschaften einen da. Und wenn man da. Ja, das ist sehr zeitig. Ja, das stimmt auf jeden Fall, aber wenn man halt, sag ich mal, darauf achtet, dass das Baby die ganze Zeit, dass dem gut geht, im Sinne von, es friert nicht, es hat keinen Druck auf den Ohren, indem man dem halt dann was zu trinken gibt und so beim Starten und Landen und all sowas, wenn man da sich wirklich sehr drum kümmert und sich über alles informiert, worauf man achten muss, dann geht das auch. Also, ja, und Bahn fahren könnt ihr natürlich auch mit Baby. Wobei ich es halt immer, wie gesagt, mit Auto schöner finde, auch weil du einfach das, womit du dich fortbewegen kannst, bei dir hast und nicht immer irgendwo hinrennen musst oder zum Bahnhof zum Beispiel. Oder ja, oder dann im Urlaub halt ein Taxi oder. Oder so Leihwagen, aber das ist halt auch noch mit Stress verbunden, als wenn man einfach das eigene Auto mit hat. Ja. Quasi damit machen kann, was man will und keine Mehrkosten hat, außer halt den Sprit, den man so und so auch bezahlen müsste. Muss man halt selbst sehen, was für einen das ist. Wir sind halt irgendwie so Automenschen. Ja, zumindest was alles in der Nähe, sag ich mal, also in der Nähe angeht. Ja, dann vielleicht zum Thema Übernachtung. Also da wir mit dem Auto waren, hatten wir halt auch so ein Reisebett mit. So ein faltbares. Mhm. Kennt ihr bestimmt. Das ist ja jetzt, glaube ich, keine Seltenheit mehr heutzutage. Das ist einfach wie ein kleines, klappbares Kinderbett. Das ist nur unwesentlich kleiner. Aber viel kompakter halt zusammenfaltbar. Ja. Also ein Kinderbett kannst du ja höchstens ein bisschen zerlegen, aber genau, also es ist wie ein Buggy, ein übergroßer Buggy. Von Maßen. Von Maßen oder wie so eine Reisetasche in dünn, aber lang so. Ja. Jedenfalls, das war halt echt praktisch und dementsprechend hat mir eigentlich auch überall kein Problem, das aufzubauen, dass er schlafen kann, außer in diesem Zugabteil. Aber, also dieses ausrangierte Zugabteil, aber das war ja auch nicht so schlimm, es ging ja trotzdem. Ja, wir verlinken das Video oben, dann, falls ihr nicht wisst, was wir meinen, das war so wie so ein Schlafwagen, oder es war ein Schlafwagen ehemaliger, und das war halt so schmal, dass das Reisebett da nicht hingepasst hat. Wobei jedoch, wenn man überlegt, in der Fähre, in dem, wie heißt das denn, der Fähre? Kabine. Genau, da hat das Problem nicht hingepasst, da war mega viel Platz, das heißt, außer jetzt wirklich in einem Schlafwagenzug kriegt man das Reisebett doch überall aufgestellt. Man kann ja auch gucken, was man bucht. Und bei dem Schlafwagen wussten wir jetzt halt nicht, wie viele Quadratmeter das sind. Oder wir wussten es schon, aber wussten halt nicht, wie das mit dem Bett so ist. Genau. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ob ihr unsere Schweden-Videos geguckt habt. Aber wir haben jede Nacht woanders übernachtet. Und das war für den Kleinen auch kein Problem. Ihr solltet natürlich gucken, wenn euer Kind irgendwie immer eine längere Zeit zum Eingewöhnen braucht, sag ich mal, wo es sich dann wohlfühlt im Schlafen, ist das natürlich nichts. Aber wenn das Kind das mitmacht, dann sollte man, also wenn man weiß, dass das Kind das mitmacht, zum Beispiel wenn man mal Wochenende zu den Eltern fährt und das Kind schläft gleich die erste Nacht super und dann weiß man das ja eigentlich, dass es so funktioniert, dann kann man sich auch ruhig trauen, dann eine Rundreise zu machen und sowas. Genau. Dann zwecks den Übernachtungen nochmal. Wir hatten uns am Anfang überlegt, wir brauchen was mit Küche und, was hatten wir noch gesagt? Mit ein eigenes Badezimmer. Eigenes Badezimmer, genau. Wobei wir dann aber irgendwann uns gesagt haben, Küche ist nicht mehr nötig. Zum Beispiel eben in dem Schlafwagen gab es ja keine Küche. Also wir hatten erst das nur mit Küche gesagt, hauptsächlich für den Kleinen, weil für uns ist es kein Problem, dann essen wir etwas Kaltes oder holen uns irgendwo was. Wobei ja, wie gesagt, im Schlafwagen dann haben wir auch keine Küche gehabt und wir hatten uns auch unterwegs zum Beispiel immer mit dem Gaskocher und Wasser und so den Brei warm gemacht für ihn, also den normalen Mittagsbrei. Und genauso haben wir das dann auch gemacht, als wir keine Küche hatten. Das heißt, das ist auch nicht unbedingt nötig, das heißt, im Endeffekt reicht auch einfach nur ein Bett. Also ja. Ein Raum mit Betten, also ein Schlafzimmer als Unterkunft. Wenn das, also wenn ihr auch der Meinung seid, dass es in Ordnung ist, wenn das Essen dann halt draußen warm gemacht wird. Im Prinzip, dass er, also wir hatten halt einen Topf mit und dann haben wir es im Wasserbad halt die Gläschen warm gemacht unterwegs, wo wir halt gefahren sind. Und das ist überhaupt kein Problem. Also dauert halt länger als zu Hause in der Mikrowelle. Und wegen Badezimmer, also das hatten wir einmal nicht. Das war auf einem Campingplatz. Ja, ansonsten, also wir hatten eigentlich immer ein eigenes Bad. Und wie gesagt, bei dem Zelt bzw. einem Campingplatz
mit so Hütten und sowas, da gab es halt ein Gemeinschaftsbad, beziehungsweise da waren halt so Duschen und Toiletten und halt in so einem Haus. Und da wir aber die einzigen Campingplatzbesucher zu dem Zeitpunkt waren, war wahrscheinlich auch überhaupt jemals unser privates Bad sozusagen. Von daher war das jetzt auch kein Problem. Was gibt's noch? Essen hatten wir ja schon so ein bisschen angesprochen. Ach so, wir hatten prallmäßig Gläschen mit von hier aus Deutschland. Auch wenn der Kleine eigentlich alles verträgt und so, wusste ich nicht, ob wir dann alles so lesen können, wenn wir irgendwie schwedische Babynahrung kaufen und dann stehen wir da im Laden und übersetzen uns erst die komplette Zutatenliste, weil wir halt schon gucken, dass da nicht irgendwas halt dran ist, was halt nicht unbedingt dran sein muss. Und deswegen haben wir einfach, damit es leichter ist, den Brei mitgenommen gehabt. Ja, unsere Reise. Also für den Sommer haben wir noch nichts Konkretes geplant, dass wir in die Schweiz wollen. Höchstwahrscheinlich auch wieder eine Rundreise. Die Schweiz ist jetzt auch nicht so groß. Ich denke, da schaffen wir es einmal außen rum und dann noch mit Abstechern nach, was weiß ich. Keine Ahnung, Italien, was sind da noch? Frankreich, Österreich. Ich weiß nicht, ob Liechtenstein auch eine Grenze zur Schweiz hat. Über Ostern waren wir 12 Tage weg. Und jetzt im Sommer sind es 16 Tage. Und da wir hinzu praktisch 2 Tage für die Hinfahrt einplanen, wegen einer Übernachtung und rückzu eben genauso, sind praktisch schon ja, 2 Tage, wo wir halt nur in Deutschland sind und fahren. Und dann halt noch 2 Tage, wo wir noch einen halben Tag, was weiß ich, fahren und dann die Hälfte dann sozusagen im Urlaub sind. 2 Tage, wo wir nur fahren. Na, der erste Tag, wir fahren 300 Kilometer, schlafen das der. Und rückzu fahren wir dann auch, weißt du? Ach so, ich dachte mal hin zu 2 Tage unten halten und rück zu 2 Tage. Insgesamt von ja, dann. Okay. Geht klar. genau, aber wenn wir noch mehr dazu wissen, wir werden ja wahrscheinlich auch die Kameras mitnehmen in den Urlaub. Und dann können wir auch sehr gerne irgendwas Cooles filmen und so. Was wir noch so alles mitgenommen haben, was wir eingepackt haben. Für ihn. Ja, also Babybett haben wir ja schon gesagt. Kinderwagen hatten wir so, also diese normale Babyschale, wo man das Kind reinlegt, aber auch diesen Buggy-Dings-Aufsatz. Wir haben beides genutzt. Den Buggy haben wir mitgenommen, weil er mittlerweile für die Babyschale ein bisschen knapp ist von der Größe. Aber die Babyschale haben wir noch mitgenommen, weil wir ihn da besser warm einpacken können und wir nicht, also im Endeffekt war es Schwachsinn, so fast. Wir hatten ja am ersten Tag auf jeden Fall. Also wir wussten halt am Anfang nicht, weil letztes Jahr hatten wir Schnee um ungefähr dieselbe Zeit, als wir in Schweden waren. Also Klamotten hatten wir für uns und für ihn, also für uns auf jeden Fall nur 6 Mal, trotz 12 Tage und für ihn vielleicht so 8 Garnituren oder 9. Und dann haben wir zwischendrin 2 Mal gewaschen, weil ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie groß unser Auto ist, aber wir hatten halt dann auch noch die Drohne mit und einen Kamerarucksack und noch einen Rucksack. Die Drohne nimmt einen eigenen Sitzplatz ein. Ja, dann halt noch so einen Rucksack mit irgendwelchem Zeug, was man halt sonst noch so braucht. Dann Windeln, Babybrei, Spielzeug, Jacken. Also das Auto war halt sehr voll. Deswegen haben wir gesagt, nehmen wir nur die Hälfte an Sachen mit und waschen. Und das war voll unkompliziert. Also wir hatten ein Ferienhaus mit Waschmaschine und Trockner. Ich glaube, 3. Nacht oder 4. oder so. Da gab es halt noch nicht so viel zu waschen, aber ich habe halt alles trotzdem reingetan, was halt dreckig war. Und dann hatten wir gegen Ende nochmal auf so einem Campingplatz so ein Waschhaus, also wo halt die Campinggäste da ihre Wäsche waschen können. Und da musste man ja eigentlich was so für bezahlen, aber wir haben so einen Pole da angesprochen, der da gearbeitet hat und der hat uns mit seiner Schlüsselkarte da die Waschmaschine einfach so frei, wie nennt man das, entsperrt. Also wir mussten dann gar nichts bezahlen, konnten trotzdem waschen und trocknen. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder von eurer Seite auch Tipps oder so für andere Eltern habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben, falls wir irgendwas Wichtiges vergessen haben zu erwähnen. Oder gibt's im nächsten Video am Anfang wieder eine kleine Einblendung. Ja, oder könnt ihr auch uns darauf hinweisen und ja, was weiß ich. Und ja, ich habe was Wichtiges. Und zwar brauchen Babys einen Reisepass, einen Kinderreisepass in allen... Erwachsene auch. In allen, wie nennt man das, europäischen Staaten, die
zum Schengen-Raum-Abkommen Bladings gehören. Jetzt kommen sie. Die Russen kommen. Ich will sie sehen. Gut, dann bis zum nächsten Video. Und keine Sorge, dass Babys 8., 9., 10. Monat kommt Video kommt. Definitiv. Eventuell auch als nächstes. Nein. Wir können ja festlegen, wann wir das hochladen. Wir müssen nur drehen. Und dann könnt ihr auch gerne bei unserem letzten Video vorbeischauen. Kannst du bitte aufhören? Ja, dann verlinken wir unter uns das letzte Video. Wir wissen jetzt noch nicht gerade, was das ist. Lasst euch überraschen. Und tschüss. Genau, das war's. Ja, bis zum nächsten Video.